Das Oktoberfest fällt dieses Jahr zwar aus, aber zum Glück gibt es dennoch Brezeln. Und wenn du jetzt auch Lust hast auf so eine knusprige, warme, duftende Brezel, aber keine Brezeln zu Hause hast, dann zeige ich dir in diesem Video eine Übung, mit der du selbst zur Brezel wirst und dabei gleichzeitig auch noch deine Brustwirbelsäule und Hüfte durchmobilisierst, und zwar mit der Brezelübung. Und wir starten direkt mit der Übung. Du brauchst dafür im Grunde ein Kissen, eine Ablage für deinen Kopf. Die sollte nicht zu hoch sein, da wir sonst uns auch später beim Drehen in so eine Stauchung begeben können, und die gilt es zu vermeiden. Du legst dich dann in die Seitlage. Der Kopf hängt dabei so leicht nach unten. Das obere Bein ziehst du an und den unteren Arm positionierst du so, dass deine Hand zwischen Knie und Boden platziert ist. Wenn du einen langen Arm hast, so wie ich, kannst du sicherlich auch hier dich noch weiter verbrezeln, mit der Hand von innen am Unterschenkel greifen. Und mit der jetzt noch freien Hand greifst du dir dein Sprunggelenk. Fasse dabei über dem Sprunggelenk zu und nicht am Fußspann, denn dabei könntest du dich hier so überdehnen. Wenn du nicht drankommst, kannst du auch gerne ein zusätzliches Band nehmen und dir hier so ein wenig helfen. Wenn du drankommst, aber natürlich gerne ohne Band, ohne Hilfe. Greif hier oberhalb des Sprunggelenks zu und dann drehst du dich nach hinten und wir befinden uns im Grunde schon direkt in der Brezel. Du solltest jetzt eine Dehnung spüren im Hüftbereich hier, im vorderen Hüftbereich. Vielleicht auch in der Brustwirbelsäule, vorne in der Brust und vielleicht auch, wenn du hier so weit runterkommst wie ich, vielleicht auch hier in der Po-Muskulatur. Wenn das Ganze dich noch nicht rockt, kannst du jetzt den Oberschenkel noch weiter nach da bewegen. Also ein bisschen mehr in die Hüftstreckung kommen. Atme jetzt hier in dieser Position tief ein. Und beim Ausatmen drehst du dich noch weiter nach hinten. Einatmen und in die Rotation reingehen. Das Ganze kannst du so circa für 5 Atemzüge, 5 längere Atemzüge ausführen. Natürlich im Anschluss auch noch die andere Seite auch behandeln. Und entscheidend sollte hier sein, dass du im Idealfall eine Symmetrie auf beiden Seiten hast und nicht auf der einen Seite eine starke Bewegungseinschränkung vorfindest. Denn diese Bewegungseinschränkungen oder Asymmetrien sind ein Hinweis oder eine Gefahrenstelle für zukünftige Verletzungen. Denn natürlich ist es wichtig, grundsätzlich beweglich zu sein, aber der Körper sollte auch symmetrisch beweglich sein, dass du dich einfach schön gleichmäßig bewegen kannst. Die nächste Variante, die sogenannte Brezel 2.1, sieht ein wenig anders aus und behandelt mehr die hintere Streckerkette. Die erste Brezel, die ich dir gezeigt habe, ging mehr auf die Vorderseite, vorderseitige Muskulatur. Und die zweite Variante, die Brezel 2.0, geht mehr auf die hintere Streckerkette. Und dabei positionierst du dich so, dass du ungefähr hier einen 90 Grad Winkel hast, zwischen den Oberschenkeln, zwischen den Beinen hier auch nochmal 90 Grad hast und im hinteren Unterschenkel-Oberschenkelwinkel auch so circa 90 Grad hast. Zu deinem Oberschenkel drehst du deinen Schultergürtel jetzt so, dass eine gedachte Linie zwischen den beiden Schultern ungefähr parallel zu diesem Oberschenkel ist. Wichtig ist, dass du dich nicht vorbeugst und dass du deine Arme strecken kannst, denn wir wollen die Wirbelsäule nicht verdrehen und gleichzeitig noch beugen. Notfalls solltest du deine Hände etwas näher am Oberschenkel positionieren, damit du hier schön aufrecht bleiben kannst. Dass wir nur eine Rotation in der Wirbelsäule haben und nicht gleichzeitig noch eine Beugung, denn das ist nicht gut für deine Wirbelsäule. Drück deine Brust hier raus und dann solltest du in der Regel so einen leichten Stretch hier im Bereich des Latissimus fühlen. Jetzt wollen wir das Ganze noch ein bisschen erweitern und strecken mal das Bein möglichst in die komplette Kniestreckung, sodass wir die Dehnung jetzt noch auf diese Muskellinie hier erweitern. Und die Muskelspannung sollte bei dir jetzt im Grunde hier so entlang verlaufen, über die Po-Muskulatur dann weiter in den Latissimus. Das wäre so das Optimale. Und wir können diese Linie jetzt noch weiter verdrehen, indem du
deine Hand, die hier näher am Knie ist, unter die Hand packst, die hier näher am Po ist. Und zwar mit dem Handrücken zum Boden. Wichtig jetzt natürlich, lass den Ellbogen unbedingt gestreckt und belaste vor allem diesen Arm hier. Denn den Arm kannst du gar nicht mehr belasten. Und jetzt lehnst du dich so leicht nach vorne. Dadurch bringst du jetzt noch mehr Spannung auf diese gesamte Linie rein. Und auch hier kannst du die Atmung mit reinbringen. Du atmest zum Beispiel aus, wenn du runter in die Beugung gehst, und atmest ein, wenn du dich wieder aufrichtest. Dann hast du auch mehr Platz im Brustkorb für die Einatmung. Sprich hier ausatmen und einatmen. Ausatmen und einatmen. Auch hier natürlich die zweite Seite nicht vergessen und auf Symmetrie achten. Und diese Übung würde ich dir jetzt nicht empfehlen, um einen bestimmten Bereich zu verbessern. Falls du zum Beispiel irgendwo eine Asymmetrie gefunden hast, dann ist es sehr schwierig, mit dieser Übung wirklich Fortschritte zu machen, weil sie sehr großflächig bestimmte Muskeln auf Spannung, Dehnung bringt. Und zielführender ist, diese Übung vielleicht so ein wenig als Analysetool zu nutzen und dann die Bereiche, wo du die meiste Dehnung gespürt hast, dann separat zu dehnen. Wenn zum Beispiel deine Brustwirbelsäule, der Latissimus, bei dir der Engpass war, dann verlinke ich dir hier an dieser Stelle mal ein Video zur Latissimusdehnung und zur Brustwirbelsäulenrotation. Und wenn bei dir so der Fokus mehr auf der Oberschenkelrückseite war oder auf dem Hüftbeuger, der Hüftbeugerdehnung, dann verlinke ich dir hier an dieser Seite auch entsprechende Übungen zu diesen Themen.